Einen schönen guten Abend zusammen. Der schmutzige Daniel ist wieder am Werk. Und ich habe soeben gerade wieder mal Dungeon Master gestartet. Ich mache da jetzt einfach weiter, wo ich aufgehört habe mit meiner Party. Ich bin, soweit ich weiß, kommt jetzt Level 12 dran, wenn ich mich nicht irre. Da seht ihr, wo ich schon rumgelaufen bin. Das ist ein Zauber, den könnt ihr wirken. Ah, der hat ist jetzt schon verbraucht allerdings. Ich habe da irgendwie komische Geräusche gehört. Hat mir jetzt nicht so gefallen. Und live. Das sind die magischen Dings, glaub. Ups, nein, das war der Feuerball. Okay. Ups. Ich mach mal erstmal Shieldhold Party. Dann könnt ihr ja nochmal schnell machen. Ihr müsst hier aufpassen. Das sind Löcher. Da könnt ihr runterfallen. Das sind ganz fiese Löcher. Und auf allen Seiten. Es ist eine Plattform. Ich glaube, das ist die einzigste Plattform. Wenn ihr hier auf der Plattform müsst ihr irgendwas liegen lassen, was Gewicht hat. Mace of the Order. Speedbow. Ich werde mit der Armbrust werde ich eh nicht schießen. Kann ich eigentlich. Reicht aber nicht. Chest. Nur Goldmünzen drin. Diamond Edge. Da ist Fressen drin. Boah, und hier ist auch Fressen drin, ey. Boah, Alter, habe ich Fressen mitgenommen, ey. Das ist mir übel wird, ey. Horn. Jewstaff, Staff of the Claws. Ja, der Jewstaff ist einigermaßen schwer, aber das tut's nicht. Das tut's einfach nicht. Ja, die Geister, die interessiert, die juckt's mal gar nicht. Die vergiften nämlich euch nur. Darf nicht runterfallen. Die scheiß Löcher, die sieht man nämlich echt voll schlecht, ey. Wieso sind sie jetzt auf einmal weg? Wieso sind die Löcher jetzt auf einmal weg? Das ist aber echt komisch. Ja, das ist dann jetzt der Schlüssel. Emerald Schlüssel, was? Snake Staff, Schlangenstab. Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Wo bin ich eigentlich, ey? Oh, Cancel. Ja. Oh. Also mit dem Fressen ist noch gegangen, ja. Ja gut, der hat schon ein bisschen mehr Hunger. Könnte man schon mal was rausholen aus der Kiste. Zwei saftige Steaks hier. Ja komm, jeder kriegt eins.
Jeder kriegt ein saftiges Hallo? Screamer Slice. Dann kann ich die Kiste nämlich auch bald wegschmeißen. Ja, nimm die Bombe in die Hand, komm. Jetzt speichern wir mal schnell. Lalalalalalalala. Also, ich bin gekommen. Platten. Pit 4 Fallen. Treppe rauf und runter? Nee, bin ich nicht. Ich bin auch nicht Treppe. Eigentlich kann das sein. Passing over again of pressure plate at the beginning. Also die Lösung hier, die ist ein bisschen komisch. Ich mache es jetzt einfach so, wie ich will. So wie ich das für richtig halte. Also hier ist gar nichts. Hier habe ich nur den Snake Staff bekommen. Da komme ich jetzt noch nicht rein. Da war das Snake Staff. Jetzt habe ich den Hebel gedrückt. Ich habe keine Ahnung, was das gebracht haben sollte. Ich gehe jetzt einfach da. Upp, hä? Schon wieder gedacht, Hebel. Das müsste ja jetzt der Raum, wo ich hergekommen bin, sein. Ja, dann mach ich die Tür auf. Nun nur ein Raum mit zweimal Food. Toller Raum, hey. Und der zeigt nach Süden. Er zeigt nach Süden und ist es ein Raum mit zwei Gegenständen. Ah ja, okay, jetzt weiß ich dann, glaube ich, wo ich wenigstens bin. Also ich hoffe es zumindest. Jetzt geht es nämlich nur nach Westen. Und da ist schon der erste Knight. Der Todesritter da vorne erwartet uns schon. Shield Hold Party. Needs more practice with this as well. Muss mal meine Waffen wechseln. Weiß ich gar nicht. Soll ich Delta nehmen oder Diamond Edge lieber? Ja, werf doch den Scheiß, ey.
Ja, ihr seht ja, der choppt da so richtig rein. Der Typ, der macht auch richtig Damage. Ja, da müsst ihr am besten dann nicht Razor's Edge nehmen, sondern vielleicht ja doch das Mace nehmen. Hier vielleicht, nee, nicht den Wurfschaden, sondern die Gift. Alter, 84 poppt der rein, hey. Mit 84. Und das ist keine Seltenheit, die Viecher, die hauen hier echt übelst rein, hey. Also die schonen euch absolut nicht hier, sag ich euch. Hammerhart, ey. Die geben's euch echt voll dreckig, das sage ich euch. Ich bräuchte ne Angriffstrank, der mehr die Angriffsstärke erhöht. Fire Shield Strength Potion, ja komm, probieren wir mal die hier. Elia, komm, probieren wir mal. Hopp, die klappte. Braucht er mehr Übung. Boah. Okay. Live. Hat's geschafft. Dex. Eine Dex Potion kann ich auch machen. Mal ein bisschen Dexterity Potion, ja, komm. Machen wir eine Dex Potion, ey. Der Typ, echt, der steht einfach nur da und ist wie wenn es ihn gar nichts ausmacht, mich mit 70, 80 Schaden zu treffen, echt. Ist wie wenn das Schnee von gestern ist. Sword. Torso Plate. Leg Plate. Legplate, Footleg. Ja, den kann ich aber keine Platte anziehen. Also Tiki kann ich keine Platte anlegen. Dem könnte ich vielleicht noch Platte anlegen, aber hier würde ich auch nicht unbedingt machen. Nee. Der hat auch nur 50. Also ich habe ihn besiegt, aber war ein harter Kampf, langer harter Kampf. Hey. Oh. Gleich mal pennen hier eine Runde. Ja, mit den Rittern hier, da ist absolut nicht zu spielen, ne. Ich glaube, von denen gibt es ein paar von der Sorte hier. Weiß gar nicht, was macht denn das der Juice-Staff? Was macht der Staff of the Claws? Er tut den Brand setzen. Der kann dispellen, okay. Ja, das wollte ich ja nur wissen. Diamond Edge. Delta. Chop Melee Frost.
Swing Bash Stun. Fury ist natürlich auch ein geiles Schwert. Das kann steppen, choppen und cleaven. Okay. Ja, du musst halt Licht jetzt machen. Kann jetzt auch nicht ändern. Du bist jetzt fürs Licht zuständig, Hisser. Gut. Weiter im Programm. Das zieht sich, ey, das Level echt. Das zieht sich, ey. Ich weiß, wo ich bin. Oha. Oh, Ahmed. Nen Helm. Ja, ziehen wir uns wenigstens einen besseren Helm an, hey. Footplate. Der braucht keine. Der braucht auch keine, der hat auch schon Foot. Hat auch schon Platte an. Genau, jetzt geht's nämlich in den Raum. Schimmlige Keule mit Essen drin. Ziehst dir rein, Elia. Haust dir rein, Alter. Da ist ein Schlüssel, Topaski. Den nehmen wir natürlich an uns. Normalerweise müsste ich jetzt hier rein. Kann ich, da ist aber gar nichts, da ist gar nichts. Doch, da ist ein Schalter an der Ecke. Jetzt müsste es nach Norden wieder gehen, genau. Hier ist nach rechts, da ist eine Tür. Und in dem Raum ist erstmal ist gar nichts, sieht aus wie wenn gar nichts drin wäre. Aber später geht hier ein Geheimgang auf. Müsste jetzt hier eigentlich ein Hebel sein. Oh, da sind sie schon. Da sind ja meine Viecher schon. Ja, kommt doch her, ey. Weak non-material being, ja. Oh, ich kann mir das nicht so schnell merken, ey. Zack, egal, ich mach's jetzt so platt. Ohne Zauber geht's auch. Live kann auch noch mal ein bisschen üben hier. Hissa kann auch noch ein bisschen üben. Oh, Hissa hat einen Priesterlevel bekommen. Sehr schön. Kann auch gleich nochmal üben. Auch ja, Interspot. So, wie gesagt, der Raum ist jetzt nämlich aufgegangen. Jetzt kann ich nämlich da rein. Da rein, da rein. Nach rechts würde ich jetzt nicht. Wohl, da unten gibt es ein paar Sachen. Könnte aber schwer werden. Ich speichere mal ab. Ich weiß nämlich nicht genau, was da unten mich aber alles erwartet, aber ich weiß, es gibt einige Sachen da unten. Einige Sachen. Jetzt kommt erstmal eine Kreuzung. Nee. Die Richtung. Shield of Dark. Ja, dann kriegt das Large Shield. Ja, wer kriegt das jetzt? Large Shield bei dann gar nicht mehr. Ah, das ist die Rüstung vom Dark. Die finden wir jetzt hier, ja. Footplate. Ja, super, ich muss ihm die Elfenboots geben, weil schon ist der zu schwer. Kann er nur 39 statt mit Elfenboots kann er 42 tragen.
Ja, okay, also das und das haben wir schon mal gefunden. Jetzt hier rechts. Ne, zurück. Da kommen wir her. Jetzt stehe ich genau an der Kreuzung. Jetzt geht's hoch hier in die Ecke, genau. Jetzt haben wir die Beinschienen gefunden. Jetzt kommt noch ein einziges Teil und das ist der Brustpanzer, der ist hier. Und jetzt ist er voll. Jetzt ist er zu voll. Kann ihn gar nicht mitschleppen. Er ist zu schwer. Warum ist er jetzt so schwer? Die Boxen. Na, dann schleppst du halt das, egal. So. Okay. Ja, gut. Wenn es nicht anders geht, geht's nicht anders, ja. So, speichere ich kurz ab. Mal ganz kurze Pause. Bis gleich.